Checkt jetzt gerne die Beschreibung aus für günstige Coins, PSN Cards oder Xbox Live, um mich zu unterstützen. Korrekte Sache, danke dafür und viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Foot Champions Rewards Pack Opening. Wir haben mal wieder auf zwei verschiedenen Konsolen gespielt. Einmal auf der Xbox One und einmal auf dem PC. Und heute an einem Freitag werden wir die Rewards öffnen. Lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da, wenn euch Foot Champions gefällt. Es ist ja diese Woche ein bisschen anders. Und zwar hat EA diese Foot Champions Woche, diese Weekend League abgesagt. Ist vielleicht für viele unverständlich, aber auch nachvollziehbar, weil es wirklich viele gibt, nicht nur auf dem PC, sondern jetzt auch auf den Konsolen, die sich einfach zu 40-0 hacken. Und ja, das ist irgendwie möglich durch einen Glitch. Also hat FIFA natürlich mal wieder richtig gut gemacht. Ich frage mich immer, sie haben 4-5 Tage Zeit davor, sage ich mal, vor Foot Champions das auf die Reihe zu bekommen. Haben sie nicht gemacht oder geschafft, und deswegen haben sie diese Weekend League jetzt hier, sage ich mal, abgesagt. Ist natürlich jetzt für viele ärgerlich, denn es wird jetzt schwieriger, sage ich mal, Elite überhaupt im Monatsranking zu kommen. Ich glaube, da braucht ihr jetzt 3 oder 4 Siege mehr. Ist natürlich bitter, aber da können wir natürlich auch nichts dran ändern. Und ich hoffe nur, dass EA das dann ordentlich wieder hinbekommt, damit wir dann ja nächste Woche wieder angreifen können. Und ich bin gerade wirklich in der Form meines Lebens. Gestern auch wieder gegen so einen Footgründer in Liga 1 6-0 gewonnen. Also bei mir läuft, aber ja, ich weiß nicht. Und dann kommt sowas und du kannst dann nicht spielen, wenn du gerade mal Bock hast, Zeit hast und ich wollte auch streamen. Und dann, ja, passiert sowas. Aber ist halt so, und brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber ärgern. Ja, hoffen wir einfach mal, dass es dann nächste Woche wieder gefixt wird und ordentlich spielbar ist. Denn ich war auch letzte Weekend League auf der Xbox One so am Rushen und hatte mein größtes Ziel vor Augen, und zwar Elite 1 zu erreichen. Ich schneide euch das jetzt mal hier rein, das wollte ich euch unbedingt zeigen auf der Xbox One. Wir hatten schon die 30 Siege, nur noch 4 Spiele über, und sollten wir es tatsächlich schaffen, alle 4 jetzt noch zu gewinnen, dann hätten wir endlich Elite 1 mal geschafft, und das wäre auf jeden Fall mein neuer Rekord. Okay, nicht auf dem PC, auf dem PC haben wir schon mal in die Top 100 geschafft, aber auf der Xbox One zumindest mal auf einer Konsole Elite 1 zu erreichen, das war ja mein Ziel. Und wir hatten so eine Siegesserie. Ich hatte ungelogen schon richtig früh diese 6 Niederlagen und dann irgendwie 15 Siege, ja, oder 13, 14 Siege hintereinander, und dann haben nur noch 4 gefehlt. Ich war wirklich richtig im Film. Ihr kennt das wahrscheinlich, am Ende seid ihr immer besser, weil ihr dann einfach die ganze Zeit auf diesem ja, hohen Level seid, sag ich mal, Foot Champions Level, und da gebt ihr natürlich alles und versucht dann das Ding einfach irgendwie zu reißen. Und ich finde, die letzten Spiele sind irgendwie immer die spannendsten zwar, aber auch die angenehmsten, die man dann irgendwie doch gewinnt. Die letzten Spiele waren auf jeden Fall fresh. Ihr seht schon, mein Gegner hatte Eriksen in Rot, und da dachte ich mir schon, okay, der wird jetzt wahrscheinlich kein schlechter Gegner sein. Aber wie gesagt, je länger du spielst, desto mehr bist du auch eingespielt und bist halt dann auch in diesem FIFA-Trip drin. Und da konnte viel passieren. Dann hatten wir die 1-0 Führung. Da war ja alles schön und gut. Hätten wir das dann nach Hause gefahren, nur noch 3 Siege geholt. Und ich muss einfach sagen, ich hatte dann dieses Momentum, und natürlich ist das auch Kopfsache, wenn du dann 15 Spiele hintereinander gewinnst, einfach, dann ist es einfach auf deiner Seite zum Vorteil, dann machst du die Dinger rein und defendest einfach bis zum geht nicht mehr und bist voll konzentriert dabei. Es stand 1-0 und dann guckt einfach selber, was passiert ist. Ja, es wären nur noch 3 Spiele gewesen, und ihr seht es ja selber, die Verbindung wurde unterbrochen. Ich habe die Niederlage kassiert, obwohl ich 1-0 geführt habe gegen einen richtig guten Gegner, ja, wo wir die Chance genutzt haben. Aber gut, ich bin noch nie so ausgerastet. Ich war so am Boden. Ich hatte keine Motivation mehr, überhaupt das weiterzuspielen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und es haben dann halt, ja, diese 3 Siege hätten dann nur noch gefehlt. Okay, vielleicht hätten wir auch verloren dann noch die nächsten 3 Spiele, aber zumindest waren wir so nah dran, weil ich auch einfach die Siegesserie schlechthin mal hingelegt habe, dass ich das mal von mir behaupten darf, und haben es dann halt nicht geschafft, in Elite einzukommen. Nicht mal wegen meinem Unvermögen, sondern wegen den EA-Servern, weil wir da rausgekickt wurden. Grandios, aber du kannst es ja nicht ändern. Wir können jetzt nicht drüber meckern. Ja, wir können drüber meckern. Wir können philosophieren, ob wir es in Elite 1 geschafft hätten. Dann wollte ich es jetzt diese Woche besser machen, und dann hauen sie Foot Champions einfach gar nicht raus. Ist egal, dann machen wir es halt nächste Woche. Und auf dem PC habe ich richtig verkackt. Das seht ihr jetzt hier, Elite 3. Ja, also ärgerlich. Wir hatten so einen Lauf. Und es wären dann, ja, 31 Siege gewesen. 34 braucht man, 3 Spiele noch.
Ja, schade. Ist traurig, aber dass es nicht funktioniert hat, dann machen wir es einfach nächstes Mal. Ich war auf jeden Fall im Film drin und am Ende so eine Niederlage zu kassieren, obwohl ihr 1-0 führt und dann von den EA-Servern einfach rausgekickt werdet. Ich denke mir mal, ihr könnt es verstehen und den Schmerz, ja, den habe ich da zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall gespürt. Wir sind jetzt hier auf dem PC Elite 3 gekommen. Da will ich gar nicht drüber reden, da habe ich einfach nur schlecht gespielt, gebe ich auch zu. Und ein Premium Team of the Week Set habe ich mir sogar aufgehoben. Es gibt jetzt Nainggolan, Lacazette, Harry Kane, Verratti, Arnautovic zu ziehen. Einen von denen wäre schon fresh, wenn er hier überhaupt drin sein würde in diesem Premium Team of the Week Pack. Also wir schauen einfach mal. Aber jetzt nehmen wir erstmal die Billig-Sets mit. Da kann bestimmt nichts Gutes drin sein. Oh, doch, 84 plus ZTM Krichowerk von PSG. Naja, schau mal einer an, Dude. Schau mal einer an. Ist ja gar nicht so schlecht. Na, auf jeden Fall, ich war einfach so down da in diesem Moment. Aber ich glaube, das könnt ihr verstehen, wenn ihr da 14 Siege hintereinander holt, dann 1-0 führt gegen einen richtig guten Gegner, der dann noch Eriksen in Rot hat und so. Und ihr den eigentlich dominiert habt, aber dann verliert, weil ihr von den EA-Servern gekickt werdet. GG, würde ich dazu sagen. Und somit war ja dann die Chance natürlich auch auf Elite 1 weg. Und ich meine, Elite 2 oder 3 ist dann auch egal, dann habe ich einfach nicht mehr gespielt und deswegen sind wir da waren wir dann schon Elite 3 hier auf beiden Accounts Elite 3 gekommen. So, wir haben jetzt noch ein Team of the Week Spieler Set, das werden wir jetzt öffnen, dann gehen wir kurz auf die Xbox, nehmen das 100k Pack mit und dann öffnen wir gemeinsam auf jeden Fall diese Premium Team of the Week Sets. So, komm jetzt, Team of the Week Spieler, irgendwas krasses, Digga, Nainggolan wahrscheinlich jetzt hier, rechter Flügel, Portugal. Ja, wer ist das, Digga? Medeiros. Oh, der hat gute Werte eigentlich. Aber jetzt auch nicht das, was ich natürlich sehen wollte. Kostet der denn noch irgendwas? 13.000. Ja, okay, 13.000. Wir gehen jetzt erstmal auf die Xbox. So, hier sehen wir schon, ein paar 100k-Packs sind auch noch am Start. Und ja, auch noch ein paar andere Sets. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr gemacht habt. Also, sie hätten uns wenigstens vielleicht ein, zwei Tage vorher Bescheid sagen können, denn ich habe mich jetzt auf jeden verfickten Account extra qualifiziert, obwohl ich das gar nicht gebraucht hätte. Ja, läuft bei uns, aber EA, keine Ahnung, ihr macht es einfach immer toll und vielleicht kriegen sie es ja dann für die nächste Woche wirklich richtig gut hin. So, das Pack, das brauche ich gar nicht kommentieren, das ist atemberaubend, aber wir haben ja noch 200k Packs, Mann, wir haben ja noch 200k Packs. Let's go. Komm schon, Alter. Komm schon, Mann. Yes, Digga. Workout. Okay, bitte was Gutes. Oh mein Gott. Was ist das? Portugal. Innenverteidiger. Pepe, Digga. Und Man of the Match, Digga. Das war Man of the Match. Ey, Mann, wenn das Ronaldo wäre. Jungs, das hätte jetzt Ronaldo sein können. Oh mein Gott, dieses Rote hat mich so irritiert. Wir ziehen hier Man of the Match drin. Das war Orange, Digga. Orange, Saive oder Saive. Oh mein Gott, 2 Workouts mit Man of the Match im Pack. Holy shit. Gib ihn, Jungs. Gib ihn, Digga. Saive, Alter. Heftige Werte, der Typ. Oh mein Gott. Mit Silber und Pepe. Alleine das Pack ist es eigentlich schon wert, eine Bewertung dazulassen. Holy shit, Alter. Holy shit. Heftig. Okay, gut. Ja, bin ich doch wieder zufrieden. Alles klar, Alter. Ziehen wir einfach 2 Workouts in einem Pack und dann auch noch den Man of the Match, den einzigen. So, das wird jetzt wahrscheinlich keine gute Karte sein. Ja, ist jetzt auch nicht so wild. Arda Turan geht sogar noch klar. Wow. 100k Packs heute. Mal richtig gut. Heute mal. Und Eriksen. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Stark, wirklich. So, und jetzt ist natürlich die Frage da, wen werden wir hier in unseren 3 Inform-Packs bekommen? Das ist die Frage der Fragen. Ich wollte streamen und jetzt ist Foot Champions nicht da. Deswegen, ja, egal, streamen wir einfach nächste Woche, wenn ich es schaffe. Aber wir schauen einfach mal. So, komm, jetzt hier ein Workout. Lacazette, Harry Kane. Ich weiß gar nicht, ob Nainggolan einen Workout hat. Ich weiß es nicht. Ich will ihn einfach haben, Digga. Nainggolan wäre keine Ahnung, was ich da machen würde. Ich drück drauf. Das ist doch kein Workout. Okay, come on. Bitte eine gute Karte. Linkes Mittelfeld. Arnautovic. Marco Arnautovic. Ist richtig fresh. Einer der besseren Spieler. Mal gucken, wer noch dabei ist. Bitte noch irgendwas Wertvolles. Asensio Ziyech. Wow,
Das sind fresche Rewards. Ich glaube, Arnautovic 60k oder so. 70.000. 70.000 krasse Werte. 86 Physics. Asensio. Okay, glaube ich jetzt nicht, dass der viel wert ist. 20.000 vielleicht. Ja, 14.000. Und Zech geht auch vielleicht noch. Der hat gute Schussstats eigentlich. Für ein bisschen 12.000. Naja, gut. 100k haben wir hiermit gemacht. Arnautovic, aber das 100k Pack hat alles gefickt, Alter. Und Arnautovic ist krass. Kann man nichts anderes sagen. Deswegen, ich bin zufrieden. Jetzt gucken wir uns noch unsere anderen Packs an. Mal gucken, wer da noch drin sein wird. So, wir sind wieder zurück. Und da haben wir unsere zwei Premium Team of the Week Packs. Also, wenn jetzt hier wieder Arnautovic kommt, ich bin dem auf jeden Fall dann nicht böse. Ich würde Arnautovic auch nehmen. Aber Lacazette, Ferrati gibt es, glaube ich, auch noch. Und natürlich Nainggolan, wär sick, Alter, wär sick. Harry Kane natürlich auch nicht schlecht. Und die Vergangenheit wird auf jeden Fall kommen, morgen oder übermorgen. Und Fixing FIFA, ich fange nochmal neu an. Wir hatten ja Fixing Rashford, aber ich will irgendwie mit einem heftigeren Spieler spielen. Ihr könnt ja gerne mal Vorschläge in die Kommentare hauen. Das werde ich vielleicht auch noch machen. Haut es einfach raus und ich würde mich freuen. Jetzt das erste, nee, das zweite Premium Team of the Week Pack nach Arnautovic. Wer wird es sein? Schon wieder kein Walkout. Aber bitte wieder irgendwas Gutes. Nein. Ach du Scheiße. Ein 83er. Ein 83er Medeiros, den wir hier eben gerade schon gezogen haben. Oh, okay, Alonso. Okay, Alonso und Borriello. Verzeihen wir mit denen. Ja, Alonso von Chelsea ist vielleicht was wert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, 50.000. Ja. Ja. Ja, 50k, ich weiß nicht, warum er 50.000 wert ist. Hat zwar nicht schlechte Werte, aber gut, wer ihn haben will, kann ihn gerne haben. Packen wir alles auf die Transferliste und jetzt kommen wir zum letzten Pack. Nach dieser ärgerlichen Weekend League, wir schaffen es hier auf dem PC nicht in die Top 100. Wir schaffen es auf der Xbox nicht zu Elite 1, weil wir durch den, ja, durch EA einfach rausgehauen worden, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Und jetzt das letzte Pack, Mann. Das letzte Pack. Durchatmen. 3, 2, 1. Bitte Walkout. Bitte Walkout. Nein, Mann. Oh mein Gott. Bitte, 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 Digga. Bitte, Digga. Torwart Asensio. Fick die Hände, Alter. Fick die Hände, Asensio. Ah. Scheiße, Mann. Ich wollte Nainggolan. Ich wollte Nainggolan, aber war ja klar, dass er nicht kommt. Ziyech ist auch noch am Start. Gucken, wie viel wert die hier sind. Ich denke mal jetzt nicht so viel. Ja gut, Medeiros, Alter. Dreimal gezogen, der geht mir hier jetzt schon auf den Sack. Aber okay, wir haben wenigstens auf der Xbox Arnautovic gezogen und zwei Walkouts in einem Pack. Hallo, dass man das einmal sagen kann mit einem Man of the Match. Was für ein krasses 100k-Set. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das war's mit den Foot Champions Rewards. Nächste Woche geht es weiter. Diese Woche wurde es abgesagt. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ärgerlich natürlich, dass wir es nicht geschafft haben, ihn hinter 1 zu erreichen. Aber vielleicht hätten wir dann nicht den Man of the Match gezogen. Und vielleicht hätten wir dann auch nicht Arnautovic bekommen. Ich sag ja nur, man muss immer das Positive sehen. Auch wenn es nicht, ja, sein sollte. Machen wir es einfach nächste Woche und dann ist alles gut. Und jetzt würde ich sagen, macht's gut, schreibt mal rein, was ihr gezogen habt. Bis zum nächsten Mal und bis morgen oder übermorgen zu Die Vergangenheit. Fixing FIFA, Vorschläge in die Kommentare und dann bin ich jetzt raus. Macht's gut und haut rein.